Hallo meine Lieben, jetzt geht's wieder zur Wochenlegung. Ja, wir kommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Wir wollen jetzt erstmal schauen, was denn hier in der nächsten Woche auf uns zukommt, vom 14.11. bis zum 20.11. Denke bitte, es ist eine Kollektivlegung, kann nicht hier auf jeden zutreffen, aber manche Dinge können hier auf dich zutreffen, vielleicht auch alle, vielleicht gehst du mit allen Dingen hier in Resonanz. Du kannst hier dann Ende der Woche dann nochmal nachschauen, was da so stattgefunden hat, ob die Legung denn für dich hier relevant war. Aber wir haben ja auch so eine kleine innere Stimme, die uns dann hier meistens sagt, ja, das könnte so auf mich zukommen, ja. Also so ein Vorgefühl, sag mal da mal, ja. Schaut mal, hier mein Engelchen ist ja mit dabei diesmal bei der Wochenlegung. Und ja, wir machen das einfach so wie immer. Wir werden gucken, was erwartet uns Anfang der Woche, Mitte der Woche und natürlich Ende der Woche. Ich möchte mich aber jetzt vorher, bevor es losgeht, erst einmal nochmal bei euch bedanken für eure lieben Kommentare, für eure Likes. Wenn ihr mich auch gerne auf meinem Kanal unterstützen möchtet, könnt ihr das auch gerne durch diese Abos tun, durch ein Like oder auch einen lieben Kommentar für euch. Ja, jetzt geht's aber erstmal los. Was erwartet uns hier kommende Woche? Wir fangen hier wieder einmal an mit der Akasha-Chronik. Da ziehe ich eine Karte. Ja, das ist so eine Hauptenergie. Dann geht's weiter nochmal in der Hauptenergie mit den Runen-Orakel. Danach geht es weiter hier mit den Etheria Vision Tarot von Matt Hughes. Dann gucken wir mit den Lenormand hier tiefer in die Energien rein für die kommende Woche. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch was aus den Lektionen deiner Seele. Und ja, ich werde dann hier noch komplett dann hier noch zum Abschluss auf meine Intuition hören, was man dir noch hier mitgeben kann. Wir fangen jetzt hier einmal an. Ich habe gar keinen Platz hier, ich habe alles voller Karten hier liegen. Wir fangen jetzt erstmal an hier mit der Akasha-Chronik. Ja, die Karten sind schon bereits gemischt. Okay, und da ist das erste schon wieder rausgefallen. Ja, das hatten wir hier schon am Wochenende einmal gehabt, diese Karte. Es geht also um deine Scham. Lass deinen schamlosen Übe Mitgefühl, Vergebung und Widerstandskraft. Ja, also hier kann wieder Anfang der Woche was auf dich zukommen, was in dir so ein Schamgefühl auslösen kann. Das kann ein sexuellen Ding sein, das kann aber auch auf jeden Fall vielleicht hier in der Liebe sein, das kann aber auch hier im beruflichen Sinne sein, ja. Also das ist hier Anfang nächster Woche. Mal gucken, was die Runen sagen. Ich mische nochmal ganz kurz durch. Was sagen uns die Runen hier Anfang nächste Woche vom 14. bis zum 20. Okay, also hier geht es darum, klare Gedanken zu bekommen Anfang nächster Woche. Ja, klare Gedanken, frische Gedanken. Es geht auch um eine Transformation. Also hier könnte so irgendwas Innerliches auf dich zukommen, was dich in eine Transformation bringt. Und hier geht es darum, mit der Urus in die Erdung zu kommen. Also wirklich in deiner Mitte zu bleiben, klare Gedanken zu fassen, da auf dein Inneres auch zu hören. Das kommt mir jetzt auch nochmal rein, ja. Das erwartet dich hier Anfang nächster Woche erstmal in den Hauptenergien. Wir gucken jetzt nochmal hier, die tue ich jetzt mal weg, mit dem Tarot hinein. Was ist hier nach Anfang nächster Woche, was findet da noch statt? Nicht das nochmal, das sind vier Karten. Okay, wir fangen an mit den Magier. Ich dachte mir schon fast, dass das der erste ist, der hier liegt. Ja, also mit dem Magier kannst du entscheiden, wie du hier Anfang deine Woche gestaltest. Ja, du hast hier alle Werkzeuge hier in der Hand, das Richtige für dich zu tun. Ja, du hast die Münzen, du hast die Kelche, du hast die Luftenergie hier. Also du kannst hier wie so ein Magier bestimmen, was du hier, wie du hier auch reagierst. Wow, dann ist hier doch die Hohepriesterin. Das sagt mir, dass du hier auch sehr spirituell angebunden bist Anfang nächster Woche. Du handelst hier im spirituellen Sinne, auch in der Liebe handelst du. Und vor allem sagt mir das jetzt auch, dass du weise handelst in einer bestimmten Situation, ja. Hier sind die Neun der Kelche
Und das zeigt mir jetzt auch so eine tiefe Gelassenheit. Also du könntest auch noch mal tief gelassen hier reagieren in einer ganz bestimmten Situation dann hier noch. Und mit den Neun der Kelche geht es auch um Harmonie, um Zufriedenheit und auch um Glück in deinem Leben hier. Das ist so Anfang nächste Woche. Und hier sind dann noch mal Acht der Kelche. Ja, da kann es noch mal sein, dass du dich hier in einen kleinen Rückzug begibst. Ja, vielleicht auch das hier, entweder, dass du hier auch auf eine Reise schaust oder dass du auch, also mir sagt das jetzt auch, dass du an irgendwas auch Interesse hier verlieren könntest. Ja, vielleicht ist dir auch so ein bisschen langweilig. Das sagt mir das jetzt auch nochmal. Ja, aber insgesamt tust du dich auch hier ein bisschen zurückziehen, bist so ein bisschen die Ruhe selbst, handelst so ein bisschen, bist der Magier, der sich hier Dinge ins Leben zaubert. Und sehr spirituell nach oben angebunden, ja, mit diesen Tarotkarten. Also sehr, sehr interessant schon Anfang nächster Woche, ja. Was ist denn hier im Lennemoor zu sagen? Was ist hier Anfang nächster Woche? Die mischen wir auch noch mal kurz. Also, hier könnte es sich wirklich um Träume handeln, um Sehnsüchte, um eine Reise, ja. Das ist auch hier mehr in die Weisheit zu kommen, in die Heilung und hier nochmal authentisch zu reagieren. Ja, also Anfang nächster Woche könnte es sein, dass du hier anfängst, endlich mal deinen Träumen und Sehnsüchten zu folgen. Hier ist noch ein kleiner Kummer, aber du möchtest hier mehr in die Weisheit kommen und mit dem Magier wirst du dir das auch reinzaubern Anfang nächster Woche. Also du wirst alles tun, dass du wirklich hier deine Träume, Sehnsüchte endlich mal so erreichen tust. Hier findet auch eine Heilung statt, eine Stabilität, vielleicht auch im Herzen, ja, also vor allem auch in dir selbst. Und das sieht man hier oben wieder an der Transformationskarte, ja. Also du scheinst dir wirklich Anfang nächster Woche dich gut zu erden, in deiner Mitte zu sein, dich auf eine gewisse Art zu transformieren, um hier weiterzukommen. Also sehr, sehr spirituell kommt mir das jetzt hier rein. Und hier mit dem Masten, ja, sollst du bitte aufpassen, dass du hier nicht in Täuschungen gerätst, ja? Dass du dir auch nicht selbst hier irgendwas noch vortäuschst. Das wird mir jetzt auch nochmal reingegeben, weil das sind noch nagende Gefühle an dir, ja? Und du baust aber hier die Brücke zu einer Entscheidung. Du entscheidest dich hier Anfang nächster Woche, welchen Weg möchte ich hier gehen? Und das kommt alles in die positiven Veränderungen und in deine Freude rein. Also richtig super. Was ist hier noch Anfang nächster Woche zu sagen? Es geht auch noch mal so ein bisschen um deine Intuition, da richtig auf dein Inneres zu hören. Und diese Mondkarte steht aber auch mit für Ängste. Ja, du sollst hier auch noch mal in deine Ängste reingucken, weil es wichtig ist, dass du diese auch noch mal angehst, um hier in die volle Transformation zu gelangen. Weil hier sind noch so ein paar Verschleierungen drinne. Ja. Verschleierung auch so in deinen Gedanken und deine eigene Treue. Also, du bist dir hier schon treu ergeben. Ja, und das kann auch hier in die Freude reinkommen. Und das ist ganz wichtig, ja, das ist Anfang, wirklich Anfang nächster Woche. Du reagierst wirklich wie so ein Magier, wie so ein Zauberer, bindest dich an das Höhere, an das Universum, ja, und kreierst dir deine Sachen hier selbst ins Leben. Und was du eigentlich möchtest, ist die Heilung, ja, dir treu zur Seite zu stehen und deine Freude, dein Glück. Wow, ich bin echt begeistert, ja. Also diese Entwicklung ist wirklich total krass. So, jetzt gibt es noch eine Lektion aus der Seele für Anfang nächster Woche. Was geht hier noch mit? Die Unentschlossenheit. Ich halte mich in allen Dingen des Lebens an meine Intuition und das sagt mir das wieder. Hier siehst du die Hohepriesterin, der Magier, du hast die Anbindung nach oben, ja, und an deine Intuition. Hier nochmal, Intuition. Also, es ist ganz wichtig, höre hier Anfang nächster Woche wirklich, folge deiner inneren Stimme, deiner Intuition. Okay, meine Lieben, gucken wir mal, was hier Mitte nächster Woche auf uns wartet. Was erwartet uns hier Mitte nächster Woche? Ich muss erst mal ein bisschen mein ganzes Zeug hier zusammenräumen. Okay.
Ja, ich habe, also die Energie kommt jetzt auch rein, so richtig so freudig durch, also so richtig tatkräftig, so eine richtige Kraft und Energie kommt mir da jetzt hier nochmal rein. Was ist hier Mitte nächste Woche und um was geht es? Ich ziehe eine, damit es nicht so ellenlang dauert. Mitte nächster Woche geht es darum, mal eine höhere Perspektive einzunehmen. Gib deine begrenzte Sichtweise auf und verschiebe deine Energie in eine höhere Perspektive. Ja, hier sollst du wirklich mal aus deiner eigenen Sichtweise raustreten und wirklich mal alle Situationen hier von oben betrachten in deinem Leben. Natürlich hier auch eine Situation kommen, wo du das alles von oben mal mehr betrachten sollst. Genau, gucken wir mal, was die Runen dazu sagen. Was sagen die Runen hier dazu? Was ist Mitte nächster Woche? Um was geht's? Urvertrauen, ja. Also, du sollst dir wirklich mal mit der Ingwas, die Ingwas ist so die kosmische Gebärmutter. Das heißt also, du sollst hier dem Universum auch vertrauen, dir selbst vertrauen, das Urvertrauen hier an dich zurückzubekommen. Ja, hier kann auch was Neues geboren werden. Vielleicht neue Ideen in deiner Situation, Beziehung, Beruf, Freundschaft, was auch immer du hier schaust nächste Woche. Ja, es geht wirklich daraus, die Ingwas ist ja auch wie so ein Ei. Ja, und da können neue Dinge auch schlüpfen in deinem Leben. Es geht auch um natürliches Wachstum. Also Mitte nächste Woche geht es wirklich um Wachsen. Ja, dass du an manchen Dingen wachsen tust. Du hast ja Anfang der Woche schon damit angefangen. Und Mitte nächste Woche geht es damit weiter. Urvertrauen. Alles aus einer höheren Perspektive. Ja, Wachstum. Ein neuer Lebenszyklus könnte hier auch auf dich zukommen. Was ist hier Mitte nächste Woche noch zu sagen mit dem Tarot? Was ist hier Mitte nächster Woche vom 14.? Ist hier noch was? Nee. Okay, wir lassen mal noch einen springen. Okay, die möchte auch noch. Wow, also hier kann auch etwas Schicksalhaftes kommen, ja? Eine schicksalhafte Situation. Entweder kommt hier der Ritter der Kelche, nee, nicht Ritter der Kelche, der Ritter der Schwerte auf dich zu, ja, der dich hier auch mal auffordert, dass du jetzt endlich mal was tun musst. Genau, der Ritter der Schwerter, der sagt natürlich auch aus, du sollst eigensinnig handeln, du sollst bestimmt handeln, ja, du sollst auch hier aufpassen, dass du hier auch weise handelst, also nicht zu viel Luftenergie. Ja, der Ritter der Schwerter zieht ja gerne mal so in den Kampf. Also entweder kommt hier so eine Kampfenergie auf dich zu Mitte nächste Woche, die so auch so ein bisschen schicksalhaft hier in deinem Leben kommen könnte. Oder du reagierst vielleicht so Mitte nächster Woche wie der Ritter der Schwerter, der sich verteidigt, der eigensinnig handelt, der auch hier bestimmt handelt. Und das kann hier schicksalhaft sein. Ja? Also irgendeine schicksalhafte Situation kommt da Mitte nächster Woche hier auf dich zu. Ja. Und unteres Kartendeck hier, der Page der Stäbe, der sagt auch nochmal aus, mach dich hier auch mal so ein bisschen leicht. Geh nicht immer so in eine Kampfenergie, mach dich hier ein bisschen leichter, beobachte hier auch nochmal und ja, überleg dir, was du hier erreichen möchtest, vielleicht auch in deinem Leben, ja. Das sagt mir der Page der Stäbe jetzt auch nochmal. Den tue ich gleich mal hier noch mit hin. So, dann geht's weiter mit dem Lennemoor. Ist hier Mitte nächste Woche noch? Mitte nächste Woche, bitte ein paar Karten dazu. Okay, das sind 4 Stück. Die mischen wir jetzt noch mal und dann mal gucken. Ich habe hier schon, glaube ich, schon den Fuchs gesehen. Also hier wird es auch Mitte nächste Woche Zeit für etwas. Und da ist auch schon wieder das Kreuz. Und das Kreuz bedeutet auch Schicksalhaftes. Also es kommt etwas in dein Leben, für das es Zeit ist, was schicksalhaft ist. Und das wird sich genau angeguckt, weil hier können irgendwelche, du könntest hier Mitte nächster Woche irgendwie eine Enttäuschung erleben, getäuscht werden, belogen werden von jemandem, ja? Und der Page der Stäbe
sagt mir jetzt irgendwie so aus, es könnte so eine Person auch sein, die meistens so handelt. Entweder der Page der Stäbe oder der Ritter der Schwerter. Also ein von beiden kommt hier auf dich zu. Entweder eine Person, die sehr locker reagiert, die aber auch sehr eigensinnig und starr ist. Oder auch hier der Ritter der Schwerter, der so eigensinnig handelt und ja. Mir kommt jetzt auch so eine Macho-Energie rein, ja. Also so jemand könnte nächste Woche auf dich zukommen. Und das sollst du aus der höheren Perspektive betrachten. Du kannst an dieser Situation hier wachsen, an dieser schicksalhaften Situation, die da kommt, ja. Aber du sollst dir hier ganz genau Lügen angucken, Enttäuschungen oder Täuschungen von anderen Menschen, ja. Und es wird hier was Schicksalhaftes kommen, für das es Zeit ist, ja. Und es geht darum, daran zu wachsen. Hier können sich auch verborgene Dinge nochmal auftun. Aber diese werden dich in die Freude bringen, auch in die positiven Veränderungen und hier auf den richtigen Weg. Ja? Was ist hier noch Mitte nächste Woche? Also es scheint wieder eine sehr, sehr interessante Energie zu sein, das sage ich euch gleich. Okay, oh, hier ist die Sense. Oh, hier kann noch was zum Abschluss gebracht werden. Ja? Hier geht es nochmal mit den Würfeln in eine bestimmte Richtung. Also von irgendwas trennst du dich hier nächste Woche und du denkst, dass es dafür Zeit ist, sich endlich davon zu verabschieden. Vielleicht von dem Page der Stäbe, vielleicht von dem Page der Stäbe oder von dem Ritter der Schwerter. Ja, und das ist Schicksalhaftes. Und du trennst dich davon, auf jeden Fall. Du gehst hier, die Würfel sind dafür gefallen. Du triffst nächste Woche diese Entscheidung Mitte nächste Woche, dich hier von einer bestimmten Sache oder auch Person hier zu trennen. Ja? Und richtest dann deinen Kompass hier auch auf eine weibliche Person aus. Ja, vielleicht auch eine Freundin, vielleicht eine Herzensdame, die dir treu an deiner Seite hier immer ist. Ja? Und das kommt alles in die Heilung rein. Es könnte aber auch für den einen oder anderen sich um eine Transformation handeln, die du erntest. Ja, dass hier die Würfel für eine Sache gefallen sind und dass du dich deswegen hier auch so transformierst, weil wir hatten ja die Transformation auch Anfang der Woche hier drinne. Und ja, das erntest du. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas Schicksalhaftes, was da auf dich zukommt. Sehr interessant. Okay, schauen wir mal. Von den Lektionen deiner Seele, was Mitte nächste Woche gesagt wird. Freiheit. Ich habe die Macht und den freien Willen, um meines eigenen Glückes Schmied zu sein. Ja, also hier könnte wirklich was Schicksalhaftes kommen, von dem du dich hier befreien möchtest. Mitte nächste Woche. Du möchtest dich davon befreien oder du möchtest auch hier deinen freien Willen benutzen und in Freiheit handeln, damit du dich insgesamt von so einer Sache befreist, die dich immer so ein bisschen auch eingeengt und fertig gemacht hat. Wow, also krasse Energien auch wieder hier Mitte nächste Woche. Bedenkt bitte aber auch, die Energien müssen nicht Anfang, Mitte oder nächste Woche sein. Die können sich auch irgendeine ganz bestimmte Energie über die ganze Woche hinziehen. Ja, ist unterschiedlich. Okay, ihr Lieben, jetzt gucken wir noch hier Ende nächster Woche, was hier noch auf uns zukommt, aufs Kollektiv. Wo sind jetzt meine anderen Karten? Ach hier, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, gut. Fangen wir hier wieder an. Ende nächster Woche, 14. bis 20. Was ist hier das Thema? Schatten, oh, da geht es bestimmt um Schattenarbeit. Stell dich mutig deinen Schatten und deine Seele wird sich entfalten. Ja, diese Karte sagt einfach aus, dass du auch mal in deine dunkelsten Ecken in dir selbst gucken sollst, was Ängste, Blockaden oder anderes betrifft und dass du das nochmal richtig angucken sollst. Das ist Ende nächster Woche. Also du setzt dich wahrscheinlich wirklich mit deinen eigenen Schattenthemen auseinander, um diese etwas aufzulösen. Ja, welche Rune ist hier Ende nächster Woche? Um was geht es hier dann? Oh, da geht es nochmal um Heilung. Ja, und das zeigen die Schatten. Also hier können nochmal Ende nächster Woche, könnte nochmal sowas Extremes reinhageln, was dich hier in deine eigenen Schatten bringen tut. Ja, aber das wird mit der Hakalas freigesprengt. Es kann schlagartige Veränderungen in dein Leben kommen. Ende nächste Woche wird hier freigesprengt. Irgendeine Situation, was dich in deine eigenen Schattenthemen bringt. Und es geht darum um Heilung. Ende nächste Woche geht es hier um die Heilung.
Wow. Also es ist eine mega krasse Energie, Leute, die mich gerade hier so ein bisschen. Ja. Okay, was sagt das Tarot denn dazu? Hier Ende nächster Woche. Was sagt das Tarot hier dazu? Bitte ein paar Karten aus dem Tarot. Ich glaube, das hat heute schon genug. Hallo, antworte mir bitte. Was sagt das Tarot zu Ende nächster Woche? Gar nichts, okay. Gut, ich mische jetzt nochmal. Wenn nichts rauskommt, dann ziehe ich hier drei Karten von selbst. Also, liebes Tarot, gibst du mir hier Botschaft, bitte? Okay, na, die reichen auch, die zwei. Also, Königin der Stäbe, wow. Also, es geht darum, in deine volle Leidenschaft hier zu kommen. Ja, auch dir nochmal deine Gefühle anzugucken, auf deine Intuition zu hören, hier nächste Woche. Du hast ja auch die Katze mit dabei. Die Katze ist so anschmiegsam. Der Löwe steht für die Stärke. Die Sonnenblume steht für Wachstum. Also, hier kann wirklich Ende nächster Woche bei dir was aufgelöst werden, diese Schattenthemen in dir, und da hörst du auf deine Intuition. Ja, du nimmst dir wirklich die Stille, den Moment für dich und kommst hier in die Königin der Stäbe. Du wirst zu der Königin der Stäbe, das heißt, du entfaltest deine volle Leidenschaft hier, deine Leidenschaft für dich oder auch hier für eine ganz bestimmte Situation. Wow, also das ist richtig, richtig gut. Und hier auf dem unteren Kartendeck ist der König der Münzen, das sagt nochmal aus, so volle Stabilität. Du kommst in dein Gleichgewicht, in deine Stabilität hinein. Also richtig, richtig krass hier. Was ist hier noch Ende nächster Woche? Bitte gib mir Botschaft für Ende nächster Woche. Okay, ich mische die wie immer, damit die sich ordentlich ordnen hier, wie sie sollen. Also du hast hier auch den Schlüssel in der Hand zu deiner Stärke. Wow. Also hier ist der Schlüssel für deine Stärke. Du kriegst die Stärke. Das ist ein Geschenk. Also da kommt eine Nachricht auch rein. Und diese Nachricht ist ein Geschenk für dich. Diese Nachricht kann von etwas Vergangenen kommen. Vielleicht auch von einem Seelenpartner. Ja. Oder du bekommst dir einfach ein Geschenk anhand auch von einer Nachricht. Erwartet dich hier ein Geschenk. Vielleicht auch eine Einladung von jemand, was dich auch so in eine gewisse Stärke bringen wird. Wow, richtig, richtig geil, ja. Was ist hier noch Ende nächste Woche hier zu sagen? Oh, das sind sehr viele gefallen. Wir gucken mal, was da gesagt wird. Okay, also die Freude erwartet dich Ende nächster Woche, die positiven Veränderungen. Hier kann auch mal was Verborgenes hochkommen. Ja, in der Verbindung, eine verborgene oder eine geheimnisvolle Verbindung. Ja, ein Neuanfang und eine Stabilität, also richtig, richtig geil. Also ich bin richtig begeistert, ihr Lieben, richtig begeistert. Ende nächste Woche kommt hier was ganz, ganz Tolles auf euch zu. Euch erwartet die volle Leidenschaft, ja, die Intuition. Euch erwartet hier Heilung, weil ihr was auflöst. Ihr kriegt ein Geschenk, ja, und das kommt hier in die Freude alles rein. Dich erwartet die Freude, die positiven Veränderungen, eine geheimnisvolle Verbindung, die in den Neuanfang startet, und hier volles Gleichgewicht und Stabilität. Wow, also ich bin richtig begeistert von Ende nächster Woche, ja, richtig begeistert. Ist hier noch was zum Abschluss jetzt zu sagen? Ist hier noch was zum Abschluss Ende nächster Woche zu sagen? Und das sind jetzt noch zwei Schlusskarten. Also es geht hier vorwärts. Ja, die Würfel sind hier gefallen für eine bestimmte Verbindung zu jemandem. Und diese geht in den Neuanfang. Also, wow. Ich hoffe, ihr geht hier wirklich vor allem damit hier in Resonanz. Ja, vor allem hier Ende nächster Woche. Jetzt gucken wir mal noch, was die Lektion der Seele sagen möchten dazu. Ende nächster Woche. Annehmen. Nehme das an. Ich lerne die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ja, also es können Situationen nochmal kommen, wo du dann sagst, oh, was soll ich jetzt damit machen, ja? Aber egal, was auf dich zukommt, lerne das anzunehmen, ja? Wenn es für dich gut ist, dann nimm das an, ja? Wenn du merkst, okay, hier ist was Gutes, hier ist was Tolles, dann nimm es an. Auch wenn was nicht so Tolles ist, nimm es trotzdem an, akzeptiere es und lasse es los.
Es geht wirklich darum, dass du das annimmst. Und mir kommt das jetzt eher so rein, nimm diese Veränderung an, die hier in dein Leben kommt, und starte hier endlich den Neuanfang, um hier ins Gleichgewicht zu kommen. Puh, also ihr Lieben, das sind krasse Energien mal wieder, wie immer. Und jetzt zum Abschluss gibt es noch eine Botschaft aus dem Deck, der geile Scheiß vom Glücklichsein. Ich finde das so geil. Der geile Scheiß vom Glücklichsein, ne? Das passt richtig zu mir so. Okay, ihr Lieben, eine Botschaft für dich hier, für die gesamte Woche. Bitte eine Botschaft für die gesamte Woche. Ich ziehe mal lieber eine, weil die kleben hier noch so ein Teil ein bisschen aneinander, weil die noch ganz neu sind. Wow, das ist ein mega langer Text. Also, Wachstum ist nicht linear. Du wächst nicht jeden Tag gleich. Es ist okay, wenn du an manchen Tagen denkst, du hättest Rückschritte gemacht. Es ist okay, wenn etwas wieder wehtut, obwohl du dachtest, du wärst darüber hinweg. Es werden auch wieder Tage kommen, an denen du große Sprünge, sogar Luft- und Freudensprünge machst. Du bist am Weg, ja? Du bist auf dem Weg. Ja, also diese Karte sagt einfach aus, dass hier wirklich diesmal was ins Wachstum kommen kann, mit dir und der Person. Ja, du kannst dich manchmal so fühlen, wie wenn du wieder einen Schritt zurück machst. Aber dann kommen auch wieder Tage, wo du Riesensprünge nach vorne machst in deinem Prozess, in deinem Wachstum. Und darum geht es. Du bist auf deinem richtigen Weg. Das möchte dir die Karte damit aussagen. Okay, ihr Lieben, ja. Hier hatte ich noch Mann gezeigt, ja. Also nach dem Würfeln, hier geht es in eine Richtung zu einer männlichen Person, das nochmal dazu gesagt, also kann sich hier um die Liebe handeln, ja. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch hier ein schönes Restwochenende, einen schönen Sonntagabend. Ich wünsche euch auch hier eine schöne kommende Zeit, viel Liebe, Kraft und Glück. Und wenn ihr mich hier unterstützen möchtet, gebt mir ein Abo, gebt mir ein Like, gebt mir liebe Kommentare. Ja, und ich freue mich hier alle über alles, was hier auf mich zukommt. Ja, okay, meine Lieben, eine schöne kommende Woche. Ciao.